Willkommen zurück zu Payday 2. Ja, ich habe gerade schon etwas aufgenommen. Nochmal, Payday. Aufgenommen meine ich. Payday. Ja. Aber ich werde die als erstes aufnehmen, weil die zweite Folge schon etwas komisch ist. Nein, die ist verdammt geil. In der Mission Schlachthaus. Nur ich war da sehr aufgeregt, weil das zum ersten Mal ist und ich wollte, dass alles gut läuft. Oh, ich sollte mal bereit machen, ich Depp. Oh! Nur auf normal? Lol, echt jetzt, war es nicht auf sehr schwer. Gut, meine normale Map. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, dass es sehr viel getötet werden wird. Und wenig sterben am Boden liegen und so. Ich brauche aber lange reinzuschreiben. Oh, die Musik ist schön. Welche Mission ist das denn nochmal? Irgendwie ein Platz Raubüberfall, irgendwie sowas? Vielleicht der Fehler. Ach so. Befreit Santa! Oh, die Mission kenne ich doch. Wir müssen den fetten Sack da am Baum finden. Hey, Alter, na, was geht mal? Warte mal, ich befreie dich eben. You're my best friend. Ja, das ist, glaube ich, das. Ich glaube, ich bin sogar der einzige Freund. Scheiße, Mann. Achso, ich muss ja eine reinhauen, ne? Warte mal. Ne, ich will ihm eine reinhauen. Ich geh weg! Kann ich mal. So, ich dachte, du musst eh gedrückt halten. Ups. Aber ich weiß nicht, ob Hauen mit dem Katana so eine gute Idee ist. With Coke! It's all in the same box now. Betrete den Technikladen. Technikladen. In an alternate reality? Ich bin ja so dumm, es gibt ja hier Anweisungen. Bleib's am Boden, Minion. Oh, Tablet. Oh, noch ein Tablet. Oh, so viele Handys. Oh, alles Geld. Oh, noch mehr. Oh, geil. Oh, kann ich den Flachbildfernseher nicht auch meine Hosentasche packen? Oh, ich knack mal eben das Schloss hier, ne? Knack, 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 Schloss, knack, 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 Schloss. Und dann nochmal da rumdrehen und nochmal da rumdrehen und dann nochmal da rumdrehen. Oh, ich hab Gänsehaut. Ups. Ganz schön kalt hier drin. Ich wollte auf die Uhr gucken, aber ich hab gar keinen. Auf dem Boden! Fräulein, auf dem Boden! Gebe da auf dem Boden! Mann! Oh, Handy. Oh, geil. Oh, oh, Geld. Oh, oh. Hier nimm mal eine Tasche. Ska! Geil! Dieses Geräusch, wenn sie schießt, das ist so sexy! Traurig ist, dass die Waffe nicht so viel Munition hat. Lass mal aufhören, nicht. Lass mal aufhören, für meine Lunse zu gehen, so Granaten werfen. Hey! LOL! Alles klar. Hätte ich früher machen sollen. Wo ist das auch, was man mitgehen lassen? Oh, noch ein Handy. $1000 für ein Handy, das ist interessant. Muss mal ein ganz geiles sein, irgendwas von Apple oder so. Und, ja, mit Sprache und ach, keine Ahnung. Das ist toll. Ich bin ein richtiger Idiot. Ich glaube, ich habe etwas genommen, was nicht gerade 4 Munition hat. Was machen die alle? Ist die Familientreffen oder was? Wollen die hängen auch die ganze Zeit nur so, die hocken hier die ganze Zeit? Und warten. Wo bin ich nachgeschossen? Da. Ich muss noch mal. La 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 la. Spielzeugladen so viel Geld da. Das ist interessant. Ich meine, $6000, das ist schon. Kann ich mit dem Teil noch rennen? Nope. Wieso ist ein Geld so scheiße schwer, Mann?
Tut mir leid, aber du bist davor gerannt. Ich wollte dich nicht töten. Zumindest noch nicht. Ich hab Angst. Oh, du bist ein Bot. Hi. Oh, für 17 Sekunden hat sich das absolut nicht gelohnt. Oh Mann. Oh, ich lade gerade nach. Entdeckung. Du musst sterben. Du musst alle sterben. Was? Hä? Okay, mein Mate, ich dachte gerade, da läuft ein Bulle noch. Schon Wahnvorstellung. Ist hier irgendwo noch ein Handy versteckt? Ja, das Bild ist halt. Versteck mich hinter dem PC-Bildschirm. Niemand würde wagen, auf sowas Tolles zu schießen. Hast du noch was drin? Ey, öffnen. Noch nicht mal die Kasse geplündert, ey. Leute, das ist ja absoluter Anfängerfehler, nicht die Kasse zu leeren. Was soll denn das? Oh, hey, guck mal. Ist hier noch was? Nee. Das ist nur ein Kabel. Oh, darf ich mal einen reinhauen? Hau ihm eine rein. Voll über die Fresse, Mann. Übelst in Fressbrett. Well, I hit some coke and juice. Yeah, I think it was black shark size 10. What an idiot! Find the shoes! Got to find those shoes. Clint Eastwood is dabei. Nice. Ja, wir sollen jetzt Schuhe finden. Hab ich das richtig verstanden? Also gehen wir erstmal in den Schuhgeschäft. Ja, genau. Computer. Kann ich die irgendwo anders öffnen? Nee. Nee, okay. Ich dachte, jemand hat C4 dabei, aber. Leider nicht. Ja, die haben dazu gelernt, erstmal die Kasse plündern. Bist du tot? Nee, du lebst noch. Warte mal, ich kann mich doch eigentlich jetzt hier. Nee, ich kann mich ja gar nicht hinlegen. Oh. Aua. Hab ich ja voll reingeblickt. Das wollte ich gar nicht. Ich kann ernsthaft nicht durch den Zaun schießen. Hey, ist okay für dich, wenn ich hier ein paar Sachen hinstelle? So. Weil wir uns hier eher am meisten treffen, kann auch da die ganze Munition hoch, fertig. Hey, na? Plündere die Theke! Lass mich hier rein! Oh. Nein! Oh, ich hab kein Money mehr! Nachladen! Allgemein gar keine Money mehr, was soll denn das? Ja, dann gehe ich mal eben hier, ne? Rumkrabbeln. Ah, ja, oh. Geil. So, ich kann jetzt einfach rumswayen, weil ich diese Fähigkeit habe. Yay, keine Munition geht leer. Ich liebe es. Jetzt langsam müsste es wieder. Nee, noch nicht. Jetzt aber. Jetzt geht's so.
nachladen. Nein, du kannst jetzt auch nicht durch einen scheiß Sound schießen. Was soll denn das? Als ob der Zaun aus... Ach, keine Ahnung. Titanium besteht. Vielleicht ist er Bulletproof, ha. Und er hat nichts zu verlieren. Halt still, bitte. Weißt du, liegt er am Boden, rührt sich keinen Meter und er sagt, halt bitte still. Nee, hat er nicht mal bitte gesagt, wie unverschämt er. So, das Ballern muss laut sein. Tut mir leid, dass ich das nicht leise gestellt habe, so wie die Musik. Das werdet ihr in einem anderen Video erfahren, wieso ich das sage, denn das letzte Video, da war die Musik verdammt laut, aber ich habe die leiser gemacht, aber das Ballern muss laut sein. Ich meine, es ist ein Shooter. Oh, hey, das geht. Deshalb rede ich ja auch so verdammt laut, wenn ich verstehe, was ich meine. Meine ich eben Typ, Mann? Da ist er. Nein! Eine Scheißwaffe, ey. Ich hasse deine 100 Munition. Nicht 30 Millionen haben und am besten noch ein Magazin, was 500 Schuss umfasst? Ja, 5000 wäre noch geil, einfach durchsprayen. Oh, ich vermisse meine MG. Ja. Was sind hier auf einmal so viele, ey? Oh, schon wieder keine Muni! Aua. Blend, ich sehe nichts mehr. Hä, hey, wo bin ich denn? Da. Oh, ich habe auch keine Munition, ich wollte gerade schießen. Ups. Jetzt muss ich mir mal eben verstecken im Schuhgeschäft. Warte, gibt's hier einen? Kann man nicht öffnen? Nee. Was sind das, die neuen von Prada? Komm her! Der Schelle! Habt ihr auch Schelle? Kriegt jetzt alle Schelle von mir. Kriegt auch eine Schelle. Schelle! Schelle! Ist hier noch jemand, der eine Schelle will? Oh, ich glaube. Hier, guck mal. Hey, Alter. Raus ausweichen. Army! Army! Oh nee, bei anderen Waffen geht mir die Munition nie so schnell aus. Nee. Hä, fuck, war hier nicht noch jemand? Ich hab doch eben Give Me Cover oder so ein Scheiß gehört. Give Me Cover? Hallo? Sind die alle oben oder was? Ja, die sind. Kommen auch immer die Schilder jetzt her. Oh, hey, Kollege. Was? Beute gesichert, Schmuck, 25.000. Nice. Ist das mit den Dinger auch noch? Genau, da braucht man diese Scheißding. Ups. Ja, das habe ich leider nicht. Das ist abhanden gekommen. Leg dich mal hin. Oh, überall Schmuck. Kann man das auch noch mitnehmen? Nein, hier ist nichts mehr. Mann, die haben schon alles unter mich geplündert. Oh, oh, mach das auf. Oh, das sieht geil aus. Was steht da? Bulletproof. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Oh ja, es ist echt Bulletproof. Tja. Oh hey Kollege, willst du ein schönes Armband? Und du willst auch ein Armband haben, ne? Das ist der allerletzte Schrei. Oder du willst auch ein Armband? Wollt ihr alle ein Armband haben? Ist hier noch jemand, der ein Armband will? Das tut zwar ein bisschen weh am Handgelenk, aber pff. Das ist halt so. Wer schön sein will, muss leiden. Ich hab schon wieder keine... Alter! Die Munition geht mir ja flöten, wie nichts Gutes. Am besten laufe ich hier die ganze Zeit mit meinem scheiß Katana von der Stelle weg. Hier, guck mal, dein. Chris. Hab ich einen Geheimgang gefunden? Oh, ist ja was Tolles. Oh, ich kann hier nach oben. Krass. Einzigartiges Secret. Man kann hier auf dem Dach. Nein, das wusste ich natürlich schon. Oh.
einfach über. Sniper, tötet ihn! Erstmal daneben aimen! Scheiße! Ne, ich springe lieber nicht runter. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, wenn ich ehrlich bin. Sehr angenehmes Spiel, um es sein, mal normal zu spielen. Habe ich schon Ewigkeit nicht mehr. Bullen sind so luschig und keine Ahnung. Okay, das war ein interessanter Hitsprung nach links. Mann. Er hat sein Leben gerettet und dann ist er doch gestorben. Man, ich denke die ganze Zeit, dass hier ein Bulle rumläuft, aber es ist einfach die ganze Zeit ein Raid. Polizisten meine ich. Entschuldigung. Ich habe hier noch gar kein Paket gefunden. Das erinnert mich immer wieder an COD, wenn ich diese Waffe spiele. Skaha. Nur es war angenehmer bei COD, weil da war die Munition nicht immer so scheiße knapp. Aber man ballert hier auch sehr viel rum, deswegen. Ich will auch ein bisschen Sprengstoff haben. Wo klemme ich mir das eigentlich hin, ey? Zwischen Arschbacken oder was? Oh, oh, riskant, da richtig riskant. Oh, guck mal. Wow, du hast aber einen echten Laschenwurf, Junge. Ich wollte eigentlich, dass sie die Granate irgendwie fangen, aber irgendwie wollten die das nicht so wirklich. Aber ganz ehrlich sagen, in Overkill oder so anderen Schwierigkeitsgraden würde ich hier nicht die ganze Zeit rumstehen können und mich von allen Seiten abballern lassen. Weil auf normal machen die halt echt extrem wenig Schaden. Bei sehr schwer oder Overkill oder noch mehr oder Todesgut oder was auch immer, würde das ganz anders aussehen. Oh no! Explosion! Und die ist schon weg, die Explosion. Scheiße. Fangt meine Granate! Oh, das war eine schnelle Banane. So, ich werde jetzt mal überlegen, wo kann ich denn runtergehen? Ich glaube, hä? Wo waren die scheiß Treppe? Das liegt man. Savings Bank, keeping your money within our borders. Warum nicht verpixelt? Lächeln die alle? Ich kann das nicht sehen. Sekhino. Hä? Hey Mann, was soll denn das? Ich lese gerade. Das sogar freiwillig. SRC, Finanzkonsum. Ja. I don't know. Schön. Voll in die Fresse, Kollege! Beweg deinen fetten Arsch!
sollte nicht gut festhalten. Er wäre ein Jammer, wenn er runterfällt und stirbt. Warte, was? Ja, jetzt muss er sich erstmal strecken. Ja, jetzt mach doch mal hin. Nein, du kommst nicht mit. Wir nehmen den Weihnachtsbaum. Und all die Wünsche und Hoffnungen. Erstmal eine Flasche. Hab ich noch eine Granate? It's a beautiful! Thank you! Saldo, Offshore-Konto. Offshore-Konto, 1 Million. Oh, hat sich mehr gelohnt, als ich dachte, lol. Oh, dieser Fitzel. Wow, ich bin begeistert. Ja, Erfahrung brauche ich. Also, so wenig Erfahrung. Ach, da bin ich echt ein bisschen enttäuscht, Mann. Auf Server warten. Nö, warte mal eben kurz. Haut vor Knochen? Ja, das habe ich noch auf jeden Fall im Inbegriff. Ich habe noch Zeit. Du hältst 620 Hände, wenn du den Job endest. Du hast auch 12 Taschen rausgeschafft und einen Gesamtwert von... Haben es rausgeschafft. Jeder von euch erhält dich. Du hast noch einen kleinen Kram und Bargeld gestohlen. Interessant. Gut, keine Ahnung, wieso der jetzt Mage gequit ist. Wahrscheinlich hat er einfach, ja. Die Verbindung verloren. Diablo-Lauf habe ich den nicht schon? Schade. Dachte, jetzt kriege ich mal was Neues. Ich habe den Diablo-Lauf doch schon, oder? Was ist das denn für eine Maske? Warte mal, habe ich den Diablo-Lauf schon? War es nicht bei der Waffe hier irgendwo? Ja, hier war das, alles klar. Gut, dann kann ich auch nächste Runde direkt mit da spielen, habe ich Bock drauf, die Waffe ist cool. Ich brauche jetzt noch irgendwas mit viel Munition oder irgendwas, was... Sniper, aber ich glaube, dann wäre die Waffe, die ich an, die andere Waffe nicht so gut, weil... Ja, Revolver hat nicht gerade viel Munition. Vielleicht eine schöne Shotgun. Oder kann man mit der spielen? Genauigkeit 48. Ja, na gut. Ich meine, hey, wieso nicht, ne? Gut, dann spiele ich mit der. Sollte auf jeden Fall demnächst mal irgendwas zur Genauigkeit nehmen, weil 48 ist nicht gerade pralle. Genau. Jetzt habe ich schon wieder den Scheiß-Bug. Was soll denn das? So. Normalerweise, warte, ich möchte jetzt nur zeigen, wie das eigentlich normalerweise aussehen sollte. Da ist die verfickte Weste, Panzerung verarbeiten. Da, so sollte das eigentlich aussehen. Mann. Ey, die Waffe sieht verdammt geil aus. Und den Stacheln da unten auf dem Boden. Am Boden, am Griff meine ich. Was ist das denn? Navy Admiral. Es gibt ja noch ganz neue. Es gibt ja neue Rüstung. Oder gibt es die schon länger und ich habe das einfach schon Ewigkeit nicht mehr geguckt oder was? Na, keine Ahnung. Gut, dann war es das auch von dieser Folge hier. Ich hoffe, es war genauso actionreich und unterhaltsam wie die letzte Folge, die ihr noch nicht gesehen habt, weil ihr die erst nach der hier sehen werdet. Deswegen hat sich das total verändert, was ich jetzt gesagt habe. Wieso habe ich so viel Scheiße? Und ich sage jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Guck mal, da backt alles rum. Hui! Und die ganzen Funken. Ja gut, bis dann. Tschüss.